Servus, Steff. Was sagt die Stimme Österreichs? Hi, Manu. Hi, Manu. Wo geht er um? Ich bin gerade in Salzburg unterwegs. Ich darf mit so einem Audi e-tron Sportbike rumcruisen ein bisschen. Manu, lange nicht mehr gehört, deshalb möchte ich ein bisschen plaudern mit dir. Ja. Gratuliere nochmals zu den bisherigen Rennen. Vor allem natürlich Slalom sensationell. Vorteil von Sparta Zagreb. Sieg Flacher. Was war eigentlich für die der Punkt, warum es nach dem nicht ganz so geglückten Riesentorlauf am Anfang dann im Slalom gleich funktioniert hat? Bah, was war da der Punkt? Grundsätzlich war es einfach ein Disziplinenwechsel. Es waren die ersten drei Rennen mit Sölden 4, was ich auslassen habe, waren alles Riesentorlauf und von dem her habe ich im Slalom eigentlich nichts zum Verlieren gehabt, weil es hat wieder bei Null angefangen und habe mir einfach gedacht, okay, heute starten wir von neu und ich versuche einfach da jetzt Gas zu geben und ja, dann ist gleich, hat gleich einmal eigentlich sowas rausgeschaut, was dann sehr emotional und fast nicht zu glauben war im Moment. Ja. Was mir gerade auffällt, Manu, bei relativ vielen Interviews vom Trainer, von Marco, der sagt immer auf die Frage, warum ist der Feller jetzt gefestigter, besser, dann sagt er immer, ja, du bist durch deinen Sohn Leo, aber eben auch durch die Freundin viel gefestigter. Siehst du das eigentlich ähnlich? Gefestigter, ja. Ich sage einmal so, es hat sich sicher sehr viel verändert. Es war einfach eine komplett neue Situation, mit der ich auch umgehen habe lernen müssen, oder? Und jeder, der ein Kind daheim hat, vor allem ein Kleinkind, der weiß, da kannst du halt einfach nicht so reagieren, wie du jetzt gerade fühlst. Also Aggression oder so spielt sich da halt einfach überhaupt nicht. Das hat in dem Moment dann einfach ganz, ganz eine positive Auswirkung, muss man auch sagen. Ja. Von dem her haben die zwei da sicherlich was damit zu tun. Du, nochmal zurück zum Team. Allgemein hat man das Gefühl, es herrschen bei euch, und ich sage es jetzt bewusst, fast norwegische Verhältnisse. Sprich, das Team ist der König, ein extremer Zusammenhalt. Täuscht es oder ist es bei euch im technischen Team wirklich so? Boah, also wir sind jetzt echt schon lange alle zusammen unterwegs, muss man sagen. Sind schon eine zusammengeschweißte Truppe. Manche von uns kennen sie, seit wir klar sind, so wie ich und der Michi. Sind in Stams schon im Zimmer gewesen und haben einen langen gemeinsamen Weg als Tiroler, sage ich jetzt einmal, weil wir schon sehr klar auf gemeinsam Rennen bestreiten. Und von dem her, ja, wenn man so lange gemeinsam unterwegs ist, dann ist das wieder eine zweite Familie. Oder ich verbringe ja eigentlich auch mehr Zeit mit den Leuten als mit meiner richtigen Familie. Und von dem her, das sind keine Konkurrenten, sondern Freunde. Deine Freundin, die Selle, hat mir einmal erzählt, du kochst besser als sie, und das hat voll unterstrichen. Jetzt weiß ich nicht, ist das ein Kompliment? Kochst du manchmal auch fürs Team? Fürs Team? Ja, ich glaube, das erste Mal, wie ich gekocht habe, war vor 8 Jahren, wenn wir in Neuseeland waren, oder ist sogar noch länger her, das erste Mal, wenn ich in Neuseeland war, auf jeden Fall mit der Europacup-Mannschaft, haben wir am Abend sogar selber kochen müssen. Aber da, ja, sage ich mal, das war dann teilweise noch nicht zu genießen. Mittlerweile koche ich daheim immer wieder einmal. Also wir wechseln uns eigentlich ziemlich ab, sage ich mal so 50-50. Einmal spielt der mit dem Kleinen oder beschäftigt der den Kleinen und der andere kocht, und einmal ist es halt umdrehter. Und ja, fühle mich geehrt, wenn meine Freundin das so sagt. Du, letzte Geschichte zur Flachau. Nach deinem ersten Weltcup-Sieg, da war medial extrem viel los, und ich gehe jetzt da nicht auf diese Hintergründe ein, aber was mich eigentlich jetzt interessiert, gibt es vielleicht dahinter auch schöne Geschichten, wer dir über Telefon oder diverse Nachrichten gratuliert hat? Gratulationen sind von überall reingekommen eigentlich, von nah und fern, von anderen Sportarten. Der Marcel hat mir zum Beispiel auch eine Sprachnachricht geschickt, der Felix Metze sowieso, aber der hat auch in Alta Badia gesagt, er hat mit mir mitgeredet vom Fernseher, oder seine ganze Fame eigentlich, die fiebern da immer sehr mit. Eine kleine lustige Story ist eigentlich auch noch, mein Papa und ich haben mal auf einer Tankstelle oder Raststation oder irgendwo, haben wir mal den Sepp
Salvenmoser, glaube ich, heißt er. Ist Trockenflieger, Weltmeister und Europameister und ist auch Glasbläser, soweit ich das weiß. Ist, für mich ist es schon ewig lang her, aber mein Papa hat mir das so erzählt. Und der hat gesagt, wenn ich mal Weckerbrenner gewinnen sollte, dann hat er ein Geschenk für mich. Also im Sinne, er bläst mir irgendein Kunstwerk oder so in der Richtung. Und anscheinend ist das gerade im Gange, dieses Werk. Und ja, ist auch eine große Ehre und ich freue mich schon riesig drauf. Du, dein Job ist der Sport und dementsprechend lass uns auch noch kurz über den Sport plaudern. Weltmeisterschaft, warst du in Cortina schon vor Ort? Kennst du die Strecken, kennst du den Ort? Was empfindest du für Cortina und für die WM? Also die Strecken kenne ich nicht. Ich bin einmal durchgefahren oder vorbeigefahren. Ansonsten weiß ich eigentlich nicht sehr viel, aber ich freue mich riesig drauf und es ist immer cool, wenn man was Neues sieht. Muss ich auch dazu sagen. Was ich empfinde für Cortina, für die WM, es ist wieder ein großes Ereignis, es ist ganz ein eigenes Gefühl immer, es gelten auch eigene Gesetze, von dem her kann man nicht erwarten, dass es also Freikarten für Medaille ist es sowieso keine und muss man zuerst einmal da vorne mitfahren auch, weil halt WM halt immer ganz was Eigenes ist, aber ich glaube, dass ich bei Großereignissen immer sehr stark war und ja, ich freue mich drauf und werde einfach Gas geben und dann schauen wir, was rauskommt. Es wird ja beginnen vielleicht mit dem Teambewerb, aber vor allem im Riesentorlauf. Du hast jetzt aufgrund deiner über 400 Punkte die Startnummer 16 im Riesentorlauf, ein Riesenvorteil. Und was hast du für ein Gefühl für ein GS? Also entweder ich habe 16, 17 oder 18, das kommt jetzt drauf an, wie viele Leute das mit 400 Punkten da stehen, aber normalerweise bei einer WM müsste es 16 oder 17 sein. Ich glaube, der Blackie ist auch noch, der hat auch die 400 Punkte und ist aber nicht weiter vorne im Riesen, soweit ich das weiß. Also das wird dann gelost in der Hinsicht. Ansonsten, ja, im Riesen, ich glaube, dass wir schon in Adelboden bei den Rennen einen großen Schritt gemacht haben. Ich bin auch dann am zweiten Tag, im zweiten Durchgang, zweite Laufzeit gefahren. Zweiter. Ja, es ist ein bisschen eine Setup-Geschichte. Im Riesen ist es immer Timing. Und im Slalom halt hast du halt in einem Lauf 60 Tore dastehen. Das heißt, du hast schon mal viel mehr Übung, als wir, wenn ich jetzt im Riesen habe ich halt nur meine 30 oder 40 Tore oder im Training. Und von dem her brauche ich halt mehr Tage auch in der Hinsicht, um das Timing zu finden. Und es gelten auch ganz andere Kräfte und Gesetze im Riesentorlauf. Von dem her ist es schwierig, das umzumünzen. Wobei ich glaube, dass wir im Riesen schon auch sehr, sehr gut aufgestellt sind. Vor allem jetzt nach Adelboden haben wir schon auch materialmäßig eigentlich einen guten Schritt gemacht. Aber es ist unglaublich, oder wie viel da heuer eine Chance haben. Ich habe gerade jetzt ein Interview mal von der deutschen Legende Markus Wasmer gehört, der gesagt hat, es macht momentan so viel Spaß, weil so früh einfach gut Skifahren, weil das Niveau so extrem weit oben ist und eben weil es so viele Siegertypen gibt. Siehst du das ähnlich? Das ist vor allem im Slalom ist das massiv, ja. Also da sind sicher, sage ich mal, die ersten 20, wenn nicht sogar die ersten 30, die da aufs Podium fahren können. Um einen Sieg sind es meistens, sage ich mal, so eine Handvoll. Aber es war heuer auch, ich glaube, der Henrik und der Blacke sind die einzigen, die zwei Rennen gewonnen haben. Ansonsten waren immer andere Sieger und waren auch eigentlich ziemlich gemischte Podiums immer. Das könnte man schon vorstellen, dass das sehr interessant und spannend ist vom Fernseher zum Zuschauen und es ist sicher auch, allein, dass da mehrere Nationen mitfahren, ist extrem gut für den Sport, oder dass der Linus da auch wieder so Gas gegeben hat, dann auch immer wieder die Kroaten auch jetzt zurückkommen, auch Frankreich, Schweiz, alles ist einfach durchgemischt und das ist meiner Meinung nach sehr, sehr gut für den Sport, auch wenn es manchmal nicht so gut für uns ist. Du hast den Henrik gerade angesprochen, der hat auch ein bisschen einen Rollercoaster, Achterbahnfahrt. Ist ein extremer Typ, oder? So seine Gefühle lebt er schon gewaltig aus. Er lebt seine Gefühle, das trifft es glaube ich jetzt ziemlich gut. Man muss auch sagen, ich glaube, es gibt immer weniger Typen im Skizirkus und er ist aber definitiv ein Typ und von dem her, er versteckt sich hinter keiner Fassade, er ist so wie er ist und das ist meiner Meinung nach wichtiger, als wir irgendwie einfach nur ein gestriegelter Typ zu sein, glaube ich.
Also, ja, du bist glücklicherweise. Ja. Motiviert, glaube ich, Leute, wenn man auch, wenn einer Emotionen sagt, auch wenn es bei einem teilweise Aggressionen sind, aber das gehört zum Sport dazu. Das ist der erste Moment, ich habe auch schon oft genug mit Leuten gehaust oder irgendwo, wo ich mir nachher gedacht habe, hey, also in der Emotion Sachen gemacht oder gesagt, wo ich mir nachher gedacht habe, ja, bist du nicht ganz sauber oder was? Aber das ist halt, wenn du in dem Tunnel bist, dann bist du da drin und das gehört einfach zum Sport dazu. Auf alle Mano, alles Gute, pass auf dich auf, schönen Gruß noch und ja, danke fürs Interview. Ja, gerne, gerne, immer wieder eine Ehre mit dir, gell? Pass du auch auf dich auf und vielen Dank, wir hören uns, sehen uns. Cool. Gut, na, Steff, vielen Dank, wir hören uns. Ciao, ciao.